Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosock The Sims 4 und ich hoffe auf der einen und vor allen Dingen anderen Art und Weise familienadäquat. Oh ja, das ist die letzte Nacht der Eidechse. Hallo, Leon. Jo, der schläft schon, der weiß gar nicht, was mit ihm morgen geschieht. Wir wissen's, er wird morgen Geburtstag feiern. Ja, er wird morgen Geburtstag feiern. Also, ups, du kannst gehen, jetzt krieg ich halt gleich einen Schluck auf. Ja, die junge Dame kommt in den Floating-Modus. Ja, nee, den Fluss-Modus. Nee, sie schwebt, ja. Dolle Dinge. Und beide haben so Steigerungsmöglichkeiten. Ich muss mal gucken, wie weit die da eigentlich sind. Erziehung, ja, ist ja immer sehr schön. Erziehung ist immer sehr schön. Tanzen ist auch so. Wellnässe 8. Okay, da wird die Welle auf 8 genässt. Und bei ihr wählt die Nässe auf 7. Okay. Erstaunlich, dass er mittlerweile weiter ist als sie. What? Ja, 2 Millionen Simoleons haben die ja mittlerweile im Haushalt. Die Finanzen laufen. Sehr schön. Ja, theoretischerweise braucht er ja nicht arbeiten gehen, aber wir lassen ihn trotzdem noch weiter arbeiten gehen, so als freischaffender Arzt. Ja, Dr. Jansen ist ja nicht mehr, das ist ja Dr. Quantum, ja. Ja, die Zeiten von Dominik Jansen als Dominik Jansen des Jansens ist ja auch durch. Ja. War ja ursprünglich ein bisschen leicht anders angedacht, der Herr Dr. Jansen, der die Damen versteht. Ja, es versteht dann nur noch eine Dame, beziehungsweise er versucht sie zu verstehen. Ist ja immer so eine Geschichte, wa? Tja, gut, wir machen ja mal Wellnessen zu Ende. It is langsam time to say goodnight. Mehr Auswahl, Romantik und dann kannst du mal freundlich zu ihr sein. Oh, ja, sie ahnt schon. Ja, schönen guten Tag, junge Dame. Ich hab ja was für Sie. Kleines, adäquates Angebot. Wieso? Was ist jetzt los? Was ist da schiefgelaufen? Nochmal so. Mehr Auswahlromantik und so mal ausprobieren. Es ist irgendwie sehr merkwürdig gerade. Warum? Ja, Energy läuft. Ist manchmal komisch, wa? Kann man machen, was man will, ne? Ja, die freuen sich. So, ab in die Falle. In die Falle der Fallen. Und da fliegen die Kissen, hä? Spaß mit Herzen, wie man so sagt. Mit Herzen ist nicht zu scherzen. Jo. So, die werden bestimmt gleich schlafen. Mal gucken. Jo. Zumindest ganz kurz. Ja, du kannst im Prinzip auch schlafen gehen. Es ist spät genug. Es ist halb zwölf. Es ist halb zwölf. Ja, hör auf zu jammern und ab in die Falle mit dir und gute Nacht. Die letzte Nacht der Eidechse. Ja, da können wir nochmal gucken bei der Eidechse. Jo, da schläft er. Das ist definitiv ja der letzte Tag, wo er dann noch so klein ist. Ja, die werden ja doch so schnell groß. Ich habe mir jetzt schon sehr viel Zeit gelassen mittlerweile. Es ist schon sehr erstaunlich, wie viel Zeit ich mir gelassen habe. Ja, aber... Was ist, das ist dann halt mit der Zeit. Jetzt haben sie es normal. Tja. So, mal sehen, wer als erstes wach wird. Der Kleine wird wach um ganz schön früh. Er muss aufs Töpfchen. Ja, dann machen wir mal aufs Töpfchen gehen. Wie sieht's denn generell aus sonst? Ja, sonst geht's eigentlich ganz gut aus. Aber Töpfchen ist kritisch.
Ich bin so traurig. Ich muss pieseln. Ja, Leon muss auf die Toilette und zwar ganz schnell. Ja, schnell ist die Tochter von Flott. Ja, da geht er eben auf die Toilette. Jo, funktioniert. Die beiden schlafen dann. Auf wie weit lange brauchen die denn noch? Ja, also schon ganz über. Oh, ja, passt schon. Danach kann der Leon im Prinzip nochmal schlafen gehen. Eine Energy sieht eigentlich ganz gut aus. Er steht schon wach, jetzt ist er die Härte. Was will er denn dann machen? Chaos veranstalten. Nee, ich glaube nicht, dass du früh. Nee, Chaos ist nicht schön, aber du bist glücklich. Schön, dass er glücklich ist. Du kannst hier glatt nochmal ins Bett gehen. Jo, ab in die Falle nochmal mit dir. Er ist ja niedlich, der Kleine, wa? Mann, da rennt er. Ab in die Falle mit dir. Nochmal ein paar Minuten hier schlafen, ein bisschen wesen. Bis so 6 oder irgendwie so 7, keine Ahnung. So, da wird dann schon die Elternteile wach. Ja, schön, dass du hier den Kleinen nerven willst. Und schön, dass du auch den Kleinen nerven willst. Ey, ihr geht mir gerade ganz schön offen. Lass den doch mal in Ruhe. So, du brauchst definitiv Hygiene. Ist ja sehr schön. Das heißt, du kannst erstmal hier säubern. Dann kannst du mal baden. Jo, was ist mit dir los? Hygiene kannst du mal hier einfach mal kurz mal deine Blase leeren. Das ist ja schön. Dann kannst du hier mal Hände waschen. Dann kannst du immer nochmal Zähne putzen. Und wenn du das hinter dir hast, kannst du immer Outfit ändern. Das da. Halt! Nein. Nicht das da. Du kriegst das andere. Outfits. Outfits ändern. Das hier kriegst du. Und dann darfst du mal ein Frühstück machen. Ja, ein Frühstück zaubern. Das heißt, du gehst hier mal auf Frühstück servieren. Was machen wir denn da Schönes? Frühstückseierlei. Machen wir das mal. Heute gibt es richtig geiles Frühstück. Wenn Frühstück, dann lecker.de. So, das funktioniert. Der junge Herr ist am Baden. Sehr schön. Hat hier aber hier sein Teil an. Das ist sehr aufregend, dass er da so ein bisschen was anhat. Aber ja, muss man nicht verstehen. So, Hygiene ist durch. Jetzt gucken wir mal nach, ob er sich was anzieht. Tatsächlich macht er auch. Gut, dann können wir hier rüber. Und lassen ihn mal sitzen. So, der kleine Leon. Es ist gleich 7 Uhr. Dip, dip, dip. So, Leon Essen geben. Können wir dir denn geben? Ein Erdnuss-Chili-Sandwich. Ganz knallhart. So, Frau Mama nimmt sich hier was zum Frühstücken. Eine Portion nehmen. Genau, danke sehr. Ach, die packt sie ein. Das ist ja aber auch ganz blöd. Helfen wir ihr mal. Essen. So, da kommt der Leon. Setz mal den Leon hinein. Sehr schön. Oh, ja, ist nicht einfach, nicht leicht, ne? So, also ein Gericht nehmen ist falsch. Das heißt, wir nehmen dann hier mal ein Gericht nehmen. Das müsste richtig sein. Portion nehmen hat ja nicht hingehauen. So, hol dir mal was dran. Ja. Und dann hat er natürlich auch was zum Futtern. Sehr schön. Und damit ist mal die ganze Familie hier am Tisch. Ja, so sieht's dann aus. Familienidyll. Bei der Jungfamilie Quantum. Ich hab mal ein Bild geschossen. Ja, ich lasse das mal so ein bisschen wirken für euch. Coole Nummer, wa? Gut, das heißt, lass uns mal laufen. Was haben wir hier? Weil trockene Wäsche anhat. Plus 2. Das ist ganz okay.
Amada. Starker Zusammenhalt. Sehr schön. Haben wir hier. Hochtrockene Wäsche, frische Zähne. Der scheint die Sonne außen. Echter Küchenchef, weil gekocht hat. Coole Nummer. So, ich glaube, der Kleine ist mehr oder weniger satt. Ja, der ist satt. So, dann kannst du den mal hier rausheben. Lassen wir den mal raus. Und der Junge kriegt dann mal Outfit ändern. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir eine bunte mal hier. Jetzt sehen wir dann heute zum letzten Mal. Dag, läuft. So, und Frau Mama kann mal telefonieren. Und zwar, was wollen wir machen? Warte mal, wie war das der? Pass mal kurz mal Pause. Ich will jetzt mal eine Planung machen. Planung. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das war. Gesellschaftliches Ereignis planen. Go. Hallo, Bro. Gut. Muss ich mal kurz die Musik ausmachen, weil sowieso Musik läuft. Was haben wir denn da? Kleinkind-Spiele-Treffen. Eine Prestigeveranstaltung. Hausparty. Geburtstagsparty. Gruselparty. Ja, Kleinkind-Treffen hätte ich mal wissen müssen, dass es das gibt. Dann hätten wir das auch mal machen können. Hochzeits-Gala-Essen. Ja, hier haben wir so verschiedene Dinge. Und da haben wir hier irgendwie mal was geschafft und mal nicht geschafft. Das heißt, wir machen mal eine Geburtstagsparty. Geburtstag feiert man nur einmal im Jahr. Und diese Gelegenheit sollte man nicht verpassen. Bringe Kuchen, ein Geschenk und ein Lächeln mit Happy Birthday. Zu den Gold-Level-Belohnungen gehört ein neues Schlafzimmerobjekt. Was das wohl sein kann. Ich bin mal kurz mal neugierig, was es bei Kleinkind-Party gibt. Gib eine große Party für kleine Sims. Lade alle Bekannte deines Kleinkindes zu einem lustigen und fröhlichen Spieletreffen ein. Während die Kleinen toben, kannst du mit anderen Betreuern grillen und Erziehungstipps austauschen. Beim Erreichen des Gold-Levels erhält der Haushalt einen kompletten Kleinkind-Spielturm. What? Kleinkind-Spielturm? Wie geil ist das denn? Gut, okay. Aber wir sind ja heute dabei, eine Geburtstagsparty zu machen. Schlafzimmerobjekt. Wir können es ja mal spaßenshalber anlassen. Schauen wir mal. So, was brauchen wir denn da? Klicke, um einen Sim einzuladen. Das ist der Geburtstagssim. Ja, das ist natürlich er hier. Das ist der Kleine. Der wird heute größer. Oh ja. So, dann haben wir Gäste. So, der ist ja sowieso da. 15 kann ich maximal einladen. Einmal sie. Dann laden wir sie mit ein. So. Die Kaisers laden wir natürlich auch ein. So, das ist schon mal schick. Das passt. Das passt auch. So waren das die beiden Elfen. 1, 2, 3 Geschwister. Ich himself. Das ist der eine Kaiser. Wo ist der andere Kaiser? Es ist blöd, dass die jetzt anscheinend die jetzt auch nicht richtig getroffen hatte. Warte mal, das passt. Ich guck nochmal nach. Ansonsten lassen wir doch die Kaiser weg. Weil das sieht ja blöd aus, wenn der eine Kaiser kommt und der andere Kaiser kommt nicht. Ey, ist ja ein bisschen blöd. Ja, dann lassen wir Kaiser sein. Es ist ein bisschen schade drum. Ich wollte eigentlich die Kaisers dabei haben. Jo, dann nehmen wir mal. Wann brauchen wir? Ich mache wieder ein bisschen Musik. Danke. Caterin brauchen wir nicht. Mixerin brauchen wir nicht. Entertainerin brauchen wir nicht. Weiter. Wo wollen wir das feiern? Hier wollen wir feiern. Danke sehr.
Witze erzählen, eine Stunde Musikinstrument spielen. Jo, können wir mal machen. Hauptziel, Kerzen ausblasen. So, pass mal auf, du kannst hier mal ein Musikinstrument spielen. Dann haben wir nämlich das auch. Konzert für die Runde geben. Danke sehr. Da kommen die ersten Gäste. Gut, dann kannst du hier mal... mehr Auswahl. Du kannst das hier mal öffnen. Und dann hier die Torte mal raufpacken. Dann darfst du hier mal die Kerzen raufmachen. Was haben wir denn hier? Geburtstagskerzen hinzufügen. Und der Kleine kommt mal hierher. Hier hingehen. Danke sehr. Dann darf er nämlich das hier mal auspusten. Und ich sehe gerade, dass wir das Auspusten heute gar nicht mehr schaffen. Warum schaffen wir es heute nicht mehr? Weil es wieder sehr spät ist. Wir haben hier eine ganze Menge Zeit verguckt. Und deshalb würde ich sagen, machen wir das mit dem Auspusten morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.